sind hier im Ispilier am Klaraplatz. Es ist Sonntagmorgen. Es hat aus Kleinbasel, Enzi aus Guatelet. Also schau, zu diesem Thema sage ich dir eins. Ich habe auch Vorbilder, oder? Jeder Mensch hat Vorbilder. Und vor allem, wenn man jung ist, soll man von dem also Mensch, wo man sich als Vorbild nimmt, nur die guten Sachen als Vorbild nehmen. Ich meine, ja, weißt du, ich habe ein eigenes Geschäft. Man kann mir das als Vorbild nehmen. Ich bin gut mit den Leuten, mit jedem, weißt du. So. Ich bin den ganzen Tag am Arbeiten und so. Man kann so Sachen bei mir am Vorbild nehmen. Man muss jetzt nicht gratis als Vorbild nehmen, so, weißt du, was ich meine. Aber es gehört bei mir in meine Dings dazu. Meine Musikrichtung, die ich mache, gehört es halt dazu. Und ich werde mit dem nicht aufhören, oder? Bis, wie er gesagt hat, bis irgendwann mal ich merke, dass da keiner mehr mitmacht, dann würde ich es mir vielleicht auch anders überlegen. Ja? Welche Eigenschaften sagst du von dir selber, wenn du selbstkritisch bist? Kinder, lernen das sein, das ist keine gute Eigenschaft mehr, oder? Nehmt auch nicht die Eigenschaft als Vorbild von mir. Gibt es etwas? Ja, zum Beispiel, wenn ich Battle Rap mache, oder, dann tue ich ja beleidigen. Ich meine, wir sind jetzt gerade am Essen und so. Und ich will jetzt nicht so gross darüber reden, aber ihr wisst ja schon, wie ich ungefähr das und so. Und ich meine, ja, weißt du, die Sachen nicht. Aber alle die anderen, ich habe auch x gute Sachen, oder? Und das sollte man halt nehmen als Vorbild. Ja. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, dass ich ein eigenes Laden habe, dass ich am Arbeiten bin, dass ich auf meine eigene Beine stand, dass ich allein wohne, dass ich, wie soll ich sagen, ja, eine gewisse Verantwortlichkeit trage auf mich. Und das braucht eine gewisse Reifigkeit. Ja. Ich bin gar kein Schweizer, nein, ich bin ein Basler. Nein, es geht nicht um Pass. Ich bin ein Türk, aber ich bin ein Basler. Und glaub mir das, dass ich mehr Basler bin als viele Leute, die einen Schweizer Pass haben. Also ihr seid nicht schuld, dass andere Leute ein schlechtes Bild von Ausländern haben? Nein, Mann! Nein, überhaupt nicht. Sollten wir schuld sein, dass andere Leute ein schlechtes Bild von Ausländern haben? Ich habe früher Bushido gelost. Ich habe auch einen Haufen Anzeigen. Mhm. Ist jetzt Bushido schuld für das, was ich gemacht habe? Für die Erziehung sind rein allein Eltern verantwortlich. Jeder Schaf wird an seinen eigenen Bein aufgehängt. Weißt du, was ich sage? Also jeder ist selber verantwortlich für das, was er macht. Verstehst du, was ich meine? Und jeder steht allein am Schluss und für das verantwortlich, was er macht. Ich, für mich persönlich, habe mich einfach gefragt, ob ich ins Paradies will oder nicht. Und ich will ins Paradies. Und um ins Paradies zu kommen, muss man meiner Meinung nach den Islam praktizieren. Und ich habe keine Wahl, ich will nicht brennen, verstehst du? Ich will ins Paradies. Und das ist, wegen dem habe ich angefangen, das Gebet zu machen. Habe ich aufgehört mit Sachen, die nicht gut sind für mich. Das ist so meine Meinung und ich wünsche, dass jeder irgendwann zu diesem Punkt kommt. Aber eben, das ist so jedem das eine. Ich habe mit meinen Kollegen so oft darüber gehabt, so im Kaputtgelachen und so, ja, machen wir mal als Spass und so, weißt du? Also, ich glaube, wir wären dabei, wenn du willst eine Schnitzelband machen. Ja, man kann. Das ist ein Deal. Das ist ein Deal. Das klingt so unmöglich. So. Ja, aber es geht. Ich meine, das ist für mich kein Problem, auch so etwas mitmachen. Also, du kennst die Leute, die hier, weißt du, wenn ich Fasnacht ist, die dem so Versen aufzählen und so zeigen so Bilder dazu und so Geschichten. Das ist so sehr lustig, weißt du? Jedes Jahr gibt es andere Themen und die sind so wie Rhymen, weißt du? Aber es ist halt nicht wie Rappen, sondern erzählen. Aber es ist lustig, weißt du? Also ich würde gerne mitmachen.